Und jetzt? Marktcheck rechnet nach. Mit Barbara Sternberger Frei. Was tun, wenn die Versicherung falsch berät? Und wie erkennt man, ob man eine Police wirklich braucht? Was Sie vor der Unterschrift wissen sollten, verrät Ihnen jetzt unsere Finanzexpertin. Schönen guten Abend, Frau Sternberger Frei. Schönen guten Abend. Man sagt uns Deutschen ja nach, dass wir so ein bisschen ängstlich sind, uns gegen alles Mögliche versichern wollen, so am Ende eher überversichert sind. Wie viele Versicherungen haben Sie? Sind Sie da typisch deutsch? Nee, ich bin bestimmt nicht typisch deutsch. Ich habe zwar 7 Verträge, aber da ist natürlich auch die gesetzliche Rente und die Kranken mit drin. Und ansonsten wirklich nur die wichtigsten Risiken, die man unbedingt absichern muss, okay, im jeweiligen Fall. Okay, Sie sind nicht so übervorsichtig, aber wir sind natürlich gespannt, was Sie als Expertin da haben und empfehlen. Und das werden Sie uns nachher noch verraten. Vorher schauen wir mal, was uns Fachleute der Versicherungsbranche so empfehlen. Meine Kollegin Heike Scherbel hat sich beraten lassen bei 3 großen Versicherungen. Keine Wartezeiten, Chefarztbehandlung, Einzelzimmer. Wie schön wäre es, privat versichert zu sein und im Alter gut versorgt, auch als Pflegefall. Bin ich eigentlich ausreichend abgesichert? Ich vereinbare Termine bei 3 Versicherungen. Meine Geschichte: Ich bin 40, Angestellte, Single, kinderlos. Mein Einkommen liegt bei rund 52.000 Euro. Ich gebe vor, eine kleine Lebensversicherung und eine Privathaftpflicht zu haben. Mal schauen, was mir die Vertreter empfehlen. Zuerst zur Huck Coburg, natürlich inkognito. Der Huck-Vertreter rät mir unbedingt zu einer privaten Krankenversicherung. Für 581 Euro im Monat. Bedenken wegen meines Alters oder der Gesundheitsprüfung hat er nicht. Dafür preist er die angeblich tollen Steuervorteile an. Das ist ein Bonbon. Da haben meine Frau und ich auf einmal eine Steuerrückzahlung gekriegt, über die wir uns echt gefreut haben. Dann empfiehlt er mir eine Rürup-Rente zusammen mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch das sei steuermindernd. Was er verschweigt, als Rentnerin muss ich die Erträge später voll versteuern. Als er mir rät, meine Haftpflichtversicherung zu wechseln, habe ich genug. Weiter geht's zur AXA. In weniger als einer Stunde soll ich umfassend beraten werden. Tatsächlich treffe ich auf den Vertretertyp schnell und gründlich. Auch er rät zur privaten Krankenversicherung und macht immerhin einen Gesundheitscheck. Es macht keinen Sinn, dass ich Ihnen ein Angebot berechne und sage, das ist ein super Produkt. Lieber von Anfang an mit offenen Karten. Doch der Check bleibt oberflächlich. Meinen Hinweis, dass ich schon mal im Krankenhaus war, tut er ab. 640 Euro soll das Ganze kosten. Meine Bedenken wegen steigender Beiträge zerstreut er. Es gebe ja die BEA, Beitragsentlastung im Alter. Da zahlen Sie jetzt etwas mehr, aber später, wenn Sie älter sind, weniger. Dass eine solche BEA den Monatsbeitrag oft deutlich in die Höhe treibt, sagt er nicht. Na, danke schön. Und ab zum nächsten. Die Ergo-Versicherung. Im Internet wirbt sie mit Versichern heißt verstehen. Und ja, der Ergo-Vertreter, Typ Angstmacher, zieht alle Register. Er berate ganzheitlich. Was er darunter versteht, merke ich schnell. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Unfallversicherung sind bei ihm im Kombipack zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man durch einen Unfall nicht mehr arbeiten kann, ist größer als berufsunfähig zu werden. Größer als durch Krankheit? Oh ja. Ich denke da nur an Sie. Na, vielen Dank. Die BU, die er empfiehlt, zahlt nur 500 Euro im Monat. Wer soll davon leben? Aber klar, für mehr Vorsorge bleibt auch kein Geld, denn ich soll noch viel mehr Versicherungen abschließen. Eine Direktversicherung, Riester-Rente, Rentenversicherung, Rechtsschutz, Hausrat und noch eine neue Haftpflicht. Und natürlich auch eine private Krankenversicherung für 403 Euro. Und auch er zerstreut meine Bedenken und schwingt die Angstkeule. Wenn ich nicht privat versichert wäre, wäre ich vielleicht schon tot? Dabei leistet sein Billigtarif nicht viel mehr als die gesetzliche Krankenversicherung. Zahlreiche Leistungen sind an Bedingungen geknüpft. Fazit: Alle hätten mir eine private Krankenversicherung verkauft, obwohl andere Versicherungen für mich wichtiger gewesen wären. Und keiner hat mich wirklich umfassend beraten. Schade eigentlich. Frau Sternberger Frei, da haben Sie auch gerade ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen. Es hat Sie jetzt nicht so überzeugt, was die Kollegin da so an Beratungsleistungen erfahren hat von den Versicherungen, oder? Nein, mir fehlt vor allen Dingen die generelle Bestandsaufnahme, dass man sich den Kunden mal anschaut, was hat er, was braucht er. Nicht gleich drauf loslegen mit irgendwelchen Empfehlungen. Die Versicherungen, die meiner Kollegin alle so empfohlen wurden, die haben wir hier quasi mal als Bausteine exemplarisch hier im Studio. Und
da können wir jetzt gleich mal loslegen. Was sind denn Ihrer Meinung nach tatsächlich absolute Muss-Versicherungen? Was muss man haben? Also was man braucht, ist die private Haftpflichtversicherung. Weil jedem kann irgendwie passieren, dass man irgendwo einen Schaden anrichtet. Da sagt man so im Prinzip 3 Millionen Pauschalversicherungssumme. Ist auch nicht teuer, kann sich jeder leisten, sollte jeder haben. 3 Millionen klingt viel, braucht man aber. Braucht man aber, falls irgendwelche größeren Schäden mal entstehen. Das war ganz interessant. Meine Kollegin hatte ja eine Haftpflichtversicherung, wie wir eigentlich alle eine haben sollten. Trotzdem hieß es immer, sie brauchen eine neue. Ja, ohne die alte zu prüfen. Das ist einfach nur vom Provisionsinteresse geleitet, sorry. Sie meinen, das hatte keinen besonderen Mehrwert? Dann hätte man erst mal prüfen müssen, warum eine neue sinnvoll wäre. Okay, gehen wir das Ganze mal weiter durch. Ja. Was halten Sie noch für absolut notwendig? Also was ich brauche, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ein Vertrag, der mich absichert, falls ich nicht mehr arbeiten kann. Eine der ganz wichtigen Policen, weil vom Staat bekomme ich in dem Fall eine Erwerbsminderungsrente, die zahlt höchstens vielleicht ein Drittel meines Bruttoeinkommens. Wie hoch muss so eine Berufsunfähigkeitsversicherung sein? Muss ich individuell schauen, wie stehe ich eigentlich da? Sie soll die Lücke decken, die gerissen wird, falls ich nicht mehr arbeiten kann. Und sie muss bis zum Rentenbeginn reichen. Das ist ganz wichtig dabei. Und ich sollte vielleicht auch noch ein bisschen was für die Altersvorsorge auf die hohe Kante tun. Denn sonst von der Erwerbsminderungsrente, die wird später nicht aufgestockt. Dann geht es nachher im Rentenalter los. Wenn ich da Angebote vergleichen möchte, worauf sollte ich da achten? Das kann ich eigentlich als Laie, muss ich mal ganz grob sagen, überhaupt nicht alleine tun. Berufsunfähigkeit ist für den Verbraucher das Schwierigste, was es gibt. Es gibt keine einheitlichen Versicherungsbedingungen. Wie gesagt, was ich machen sollte, ist auf jeden Fall bis Rentenbeginn. Und ich sollte mir einen guten Berater suchen, der für mich anonym erstmal den Markt vorher untersucht, wo ich überhaupt einen Vertrag bekomme, wie mein Beruf eingestuft wird, ob ich mit meinen gesundheitlichen Belastungen überhaupt angenommen werde. Anonym ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ne? Sonst wird man nachher irgendwo abgelehnt und dann ist es durch, das gesamte Thema, oder? Dann nimmt einen keiner mehr. Es gibt mehrere Punkte. Das eine ist natürlich mein Berufsrisiko. Das stuft jeder Versicherer unter Umständen anders ein. Und dann wird es beim einen preiswerter, beim anderen sehr teuer. Und meine Vorerkrankung. Jeder hat schon mal irgendwas gehabt. Und sei es nur eine Allergie. Das kann dazu führen, dass mich der Versicherer gar nicht nimmt, der eine, der nächste sagt mit Risikozuschlag oder mit Ausschluss. Da brauche ich jemanden, der für mich den Markt sortiert. Das kann ich nicht alleine. Okay, auf jeden Fall Hilfe holen. Risikolebensversicherung, gehört die auch zu den absoluten Muss? Also wenn ich eine Familie abzusichern habe, ja, als Single brauche ich sie nicht, aber der Haupternährer muss abgesichert sein. Falls dem irgendwas zustößt, muss die Familie leben können auf ihrem bisherigen Lebensstandard. Das sichere ich mit der Risikolebensversicherung. Altersvorsorge haben Sie da auch noch? Ist das auch noch ein Muss? Altersvorsorge ist heutzutage eigentlich ein Muss, denn die gesetzliche Rente reicht allein nicht aus. Es sei denn, ich bin so vermögend, dass ich darauf verzichten kann. Ja, sind wahrscheinlich die wenigsten von uns. Dann haben wir hier noch die Unfallversicherung. Ist das auch ein Muss? Das wurde ja auch oft empfohlen. Das ist überhaupt kein Muss. Wenn ich eine Berufsunfähigkeit habe, brauche ich die eigentlich nicht. Sowas brauche ich vielleicht für meine Kinder oder sowas. In Kombination gab es sowas auch? Das ist völliger Blödsinn. Da reicht vollkommen die Berufsunfähigkeit aus. Und also Unfall eigentlich nur, wenn ich privat viel irgendwelche Risiken eingehe oder viel unterwegs bin. Ansonsten bin ich ja durch die gesetzliche Unfallversicherung und meine Berufsunfähigkeit abgesichert. Okay, dann machen wir das mal auf den Kannstapel. Wie sieht's aus mit Hausrat? Heißt ja eigentlich auch immer relativ wichtig, oder? Ist eine Kannversicherung. Wenn ich relativ guten, wertvollen Hausrat habe, wo ein Schaden mir tiefe Löcher ins Portemonnaie reißen würde, ja, sonst brauche ich es nicht. Kannstapel. Und dann haben wir zum Schluss noch die private Krankenversicherung. Meine Kollegin hat ja gesagt, sie liegt über der Beitragsbemessungsgrenze, ist in dieser komfortablen Situation. Und die Versicherungen haben gesagt, super, dann brauchen Sie unbedingt eine private Krankenversicherung. Aber die waren ja auch gerade in der Kritik wegen Beitragssteigerung. Kann man das so bedingungslos empfehlen? Bedingungslos überhaupt nicht. Da muss ich ganz genau prüfen, wie ist meine Familiensituation und dergleichen. Wenn ich zum Beispiel Kinder habe, muss jeder einen einzelnen Vertrag haben. Das wird sehr, sehr teuer. Wenn ich Single bin, wie Ihre Kollegin da im Film, sieht die Welt vielleicht anders aus. Aber um Gottes Willen keine Billigpolice, wie da einmal angeboten wurde. Das ist die teuerste Fehlentscheidung, die ich als Verbraucher machen kann. Wenn, brauche ich einen wirklich guten Vertrag. Und auch da sollte ich mich umfassend beraten lassen. Okay, also Kannversicherung und nicht den billigsten Tarif nehmen. Vorsicht, der kann teuer werden. Zu einer Gesetzänderung in Deutschland geführt, denn die Provisionen sind jetzt gedeckelt. Frau Sternberger frei. Was heißt das für uns Verbraucher? Profitieren wir davon? Also höchstens dadurch, dass verantwortungsvoller beraten wird. Aber das gilt auch nur für die private Krankenversicherung. Und ich bin da noch ein bisschen zweifelhaft, ob das, also unterm Strich genau habe ich nichts davon. Okay. Macht denn eine Beratung auf Provisionsbasis überhaupt Sinn, wenn ich nicht sehr genau weiß, was ich will? Ich meine, die Makler und Versicherer wollen auch Geld verdienen, ist klar. Aber um mich beraten zu wollen? Es ist ein Problem, wenn der Vermittler am Abschluss orientiert ist und wie Sie es im Film gezeigt haben, nur auf die Abschlussprovision zielt und nicht meine Beratung im Blick hat, dann passt das einfach nicht zusammen. Sollte man sich einfach drüber im Klaren sein,
Gibt es Alternativen? Alternative wäre eine Honorarberatung. Ich kann aber auch heutzutage zu einem Rentenberater oder zu einer Verbraucherzentrale gehen und mir einen neutralen Berater dort einholen. Das ist oft ganz wichtig. Auch mit der Empfehlung, die ich vielleicht bekommen habe von einem provisionsorientierten Berater, erstmal prüfen lassen, ist das wirklich was für mich? Kann man gar nicht vorsichtig genug sein, ja. Auch wenn Versicherungen ja so ein bisschen anstrengendes Thema sind, mit dem man sich ungern beschäftigt, aber man sollte sich damit beschäftigen. Man sollte sich damit beschäftigen und man sollte sich vor jeder Unterschrift wirklich sehr ausführlich informieren. Frau Sternberger-Frey, vielen Dank. Sie haben uns ein komplexes Thema, glaube ich, kurz und knapp gut nahegebracht. Dankeschön.